zwischen den gewaltigen, über 5000 Meter hohen Bergketten des Himalaya liegt Tibet. Mit seinen geheimnisvollen Farben, Bildern und Klängen zog dieses Hochland uns Europäer schon immer in seinen Bann. Die Zeichen und Farben auf der tibetischen Flagge beziehen sich auf uralte Mythen und Glaubenswelten. So symbolisiert der goldene Rand die buddhistische Lehre, die beiden Schneelöwen verkörpern die weltliche und die geistliche Macht Tibets. Wer Tibet heute auf einem Globus sucht, findet das Land im Westen Chinas, angrenzend an Indien, Nepal und Bhutan. Der völkerrechtliche Status Tibets ist bis heute umstritten. Die Tibeter verbindet eine eigene Kultur und eigene Sprache. Auch der Glaube der Tibeter unterscheidet sich von dem der meisten Chinesen. Die Konflikte um die tibetische Identität betreffen das tägliche Leben der tibetischen Familien. So erinnert sich der tibetisch-chinesische Schriftsteller A Lai an eine Begebenheit aus seiner Kindheit. Eines Tages wurde in der Familie beraten, ob und auf welche Schule er als Kind gehen solle. Für den Großvater, ein Chinese, war die Sache klar. Der Junge möge Chinesisch lernen, damit er es im Leben zu etwas bringe, und gab ihm einen neuen chinesischen Namen, Yawai. Die Großmutter, eine Tibeterin, rief den Jungen jedoch nach wie vor mit seinem tibetischen Namen Dorje. So, schreibt A Lai, spürte ich den Schmerz meines Körpers, der in zwei Richtungen gerissen wurde. Im Naturschutztierpark Görlitz-Skorzelec begegnen sie Tibet, seiner Tier- und Pflanzenwelt, seiner Kultur und bäuerlichen Lebensweise. Das tibetische Dorf ist das größte Projekt des Tierparks und das exotische Pendant zum direkt angrenzenden Oberlausitzer Bauernhof mit einheimischen Haustieren. Mit dem Bau des tibetischen Kamelhauses und dem dazugehörigen Durchgangsgehege mit Bachlauf und Teich wurden für die Kamele die Haltungsbedingungen verbessert. Die Häuser des tibetischen Dorfes sind authentische Nachbildungen osttibetischer Gebäude. Das Bauernhaus ist, wie im Hochland von Tibet, ausgestattet mit Opferofen und Gebetsfahnen. Von der Terrasse des Bauernhauses erblicken Sie die Haustiere, Yaks, Hauskamele und Kaschmirziegen, aber auch Wildtiere, zu deren Lebensraum die ländlichen Siedlungen Tibets gehören. Das Tibetdorf erlaubt Ihnen einen Einblick in das Leben der tibetischen Bauern. Tashi Dele, möge es dir wohlergehen. Das ist der alltägliche tibetische Gruß, der Sie nun durch das tibetische Dorf im Naturschutztierpark Görlitz-Skorzelec begleiten soll.